Ich habe geholfen, das Eisstadion zu bauen und gehe mit meinem Sohn, mit meinem Enkel, jetzt noch hier ins Eishockey. Das war unglaublich, als in nur 100 Tagen Kolonin Neid die Kunsteisbahn gebaut hat. Niemand in der Bad Nauheimer Bevölkerung wollte das. Die amerikanischen Soldaten werden gehen, aber das Eisstadion wird bleiben. Eines meiner schönsten Erlebnisse in Bad Nauheim war sicherlich das Spiel gegen die polnische Nationalmannschaft, das kurz nach meinem Transfer vom Berliner Schlittschuhclub nach Bad Nauheim hier vor ca. 4000 Zuschauern stattfand. Das war natürlich für die Fans hier im Sommer 1974 eine Sensation. Weiterhin fällt mir immer wieder ein, dass Bad Nauheim in diesen erfolgreichen 70er Jahren überwiegend mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, die also in Bad Nauheim das Eishockeyspielen gelernt hatten, einen Kader gebildet hatten. Und ich glaube, das war damals eine wirklich gute Sache. Mein Gott, was hat sich das Eishockey verändert? Wir haben damals noch mit Zipfelmütze Eishockey gespielt. Wir sind mit Linienbussen und Fans bezahlt zu den Auswärtsspielen gefahren. Seit über 30 Jahren komme ich hier nach Bad Nauheim zum Eishockey. Mann, 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 was habe ich hier schon alles erlebt? Wir haben Aufstiege gehabt, wir haben Insolvenzen gehabt, wir haben Siege gefeiert, wir haben Niederlagen natürlich nicht so gefeiert. Aber was wir hier schon alles erlebt haben, aber Emotion pur war hier immer gewesen. Wir sind hier eine große Familie und die Familie hält zusammen. Seit über 30 Jahren stehen wir hier in der Kurve, feuern unsere Mannschaft an und das werden wir auch weiterhin tun, denn wir sind der siebte Mann hinter unserer Mannschaft und das soll auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte genau so bleiben.
Eishockey ist ja ein Mannschaftssport und wir hier in Bad Nauheim stehen so oft wie ein Mann hinter unserer Mannschaft in unserem Stadion. Es ist umso wichtiger, dass ihr euch alle an unseren Aktionen beteiligt. Für den Profisport ebenso wie für den Nachwuchssport. Wir Sponsoren unterstützen schon seit Jahren die strukturellen Verbesserungen in Bad Nauheim. Die Entwicklung und die Verbesserung dieses einzigartigen Standortes ist unser Ziel. Seid ein Teil, helft und unterstützt uns. Wir zählen auf euch. Ich weiß noch, als Brett Miller das Tor geschossen hat und wir aufs Eis gestürmt sind, völlig ausgeflippt sind, mein Mitspieler Marius Pöppel mich von hinten niederriss aufs Eis, wir uns in den Arm lagen, die Tränen flossen. Das war einfach, ja, das war ein unvergessliches Erlebnis und ich blicke da gerne noch jeden Tag drauf zurück und ich glaube, das ist auch etwas, was ich nie vergessen werde. Einfach die Gesichter der Menschen, der Fans, alle, die dazugehört haben, das ganze Team, das Team hinter dem Team. Das war einfach, das war wie eins und alle waren so glücklich, so voller Freude, so erleichtert auch, dass wir es endlich geschafft haben. Ja, so viele Jahre darauf gewartet, auf diesen Erfolg, immer so knapp gescheitert. Es hat sich so aufgestaut und mit dem einen Moment ist das alles von uns gefallen und das war einfach unbeschreiblich. Wie wir hier nachts empfangen wurden von 1000 Fans auf dem Eis hier im altehrwürdigen CKS. Das hätte so auch keiner für möglich gehalten. Ich hab sowas auch noch nie erlebt. Und die nächsten Tage, das war ein reines Fest. Und ich hoffe, dass wir hier sowas in Bad Nauheim wieder erleben dürfen. Und ich glaube, das sind einfach die Momente, die der Sport braucht und für die wir ja alle auch täglich arbeiten. Der EC Bad Nauheim ist einfach Leidenschaft. Diese Stadt, dieser Verein, alles, was hier rum passiert, ist etwas Besonderes. Und das Besondere wollen wir mit euch gemeinsam entwickeln. Seid dabei, unterstützt unsere Aktion gemeinsam für uns, für unseren EC. Ich bin von Anfang an dabei und hilf mir die Tradition. Und wir brauchen euch für unsere Zukunft.